Ecken Sie manchmal an, weil Sie das Unrecht und die Lüge, die Sie erleben, beim Namen nennen? Haben Sie sich dazu entschlossen, zukünftig lieber den Mund zu halten? Ja, was macht das dann mit Ihnen? Haben Sie sich jetzt schon daran gewöhnt? Ist Ihr Leben jetzt ruhiger geworden? Sind Sie zufriedener, weil Sie nicht mehr so angefeindet werden? Oder nagt und bohrt es in Ihnen, weil Sie gar nicht gleichgültig bleiben können? Ja, im Alten Testament wird die Klage eines Propheten wiedergegeben, der große Probleme damit hat, den Mund aufmachen zu müssen und dafür gehasst zu werden. Vielleicht können auch Sie und ich und wir alle etwas von ihm lernen. Der Text aus dem Alten Testament ist aus dem Propheten Jeremia im 20. Kapitel ab Vers 7. Da heißt es: Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Frevel und Gewalt muss ich rufen, denn des Herrn Wort ist mir zu Hohn und Spott geworden täglich. Da dachte ich, ich will seiner nicht mehr gedenken und nicht mehr in seinem Namen predigen. Aber es ward in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer, verschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es zu ertragen, aber konnte es nicht. Denn ich höre, wie viele heimlich reden, Schrecken ist um und um. Verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Vielleicht lässt er sich überlisten, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Darum werden meine Verfolger fallen und nicht gewinnen. Sie müssen ganz zu Schanden werden, weil es ihnen nicht gelingt. Ewig wird ihre Schande sein und nie vergessen werden. Und nun, Herr Zebaoth, der du die Gerechten prüfst, Nieren und Herz durchschaust, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Sache befohlen. Singet dem Herrn, rühmet den Herrn, der des armen Leben aus den Händen der Boshaften errettet. Ja, dieser Jeremia, das ist ein besonderer Prophet. Das ist ein leidenschaftlicher Prophet, ein gefühlsstarker Prophet, ein empathischer Prophet, der erleben muss, wie sein Volk schrittweise untergeht. Er hat praktisch den Untergang seines Volkes schon vor Augen, auch schon bevor es wirklich passiert. Ja, dieser Untergang, der geschieht schrittweise. Das ist Hochmut des Königs, Hochmut der leitenden Eliten. Es ist eine völlig falsche und absurde Bündnispolitik. Natürlich auch eine ziemliche Gottvergessenheit, wo sie auch da verschiedene Kulte einbringen. Aber es wimmelt auch dort von Propheten, immer massenweise. Aber falsche Propheten, die aber einen ganz besonderen Tempelkult haben. So nach dem Motto, hier herrscht unser Gott und weil hier der Gott herrscht, deswegen kann hier dieser Tempel niemals erobert werden. Aber sie rechnen nicht mit den eigentlich überlegenen Gegnern, mit den Babyloniern. Und Jeremia warnt
Er warnt vor den falschen Bündnissen. Und als dann tatsächlich dann der Konflikt sich zuspitzt, warnt er davor, sich jetzt mit denen einzulassen. Er rät ihnen wirklich, sich zu unterwerfen, also Tribut zu zahlen. Aber die Antwort ist Hass, ist Verfolgung. Er wird also außerordentlich drangsaliert. Ja, und er leidet natürlich sehr unter dieser Ablehnung. Es kommt dann auch zur Katastrophe, schrittweise zu verschiedenen, ja, Fortführungen der jeweiligen Eliten. Er hadert dann mit seinem Auftrag. Das können wir ja hier sehr gut hören, dass er am liebsten angesichts dessen, was ihm widerfährt, aufhört, jetzt immer die Wahrheit sagen zu müssen. Ja, offensichtlich ist das eine schwierige Angelegenheit. Gott hat ihn überredet. Ein interessantes Wort, überredet, das hört sich ein bisschen so an, wie er hat ihn beschwätzt. Ein bisschen ist das schon so, im Sinne von, er hat ihn geradezu verführt, er hat ihn dazu gebracht. Aber wenn man jemanden beherrscht, nach dem Motto, du tust genau das, was ich sage, muss man ihn ja nicht überreden, muss man ihn ja nicht beschwatzen. Er war zu stark, sagt Jeremia, zu stark. Heißt das, dass der Zwang, den Gott auf ihn ausgeübt hat, zu stark war? War also Jeremia so etwas wie eine Marionette Gottes, der sich nicht mehr wehren konnte, der es machen musste, sonst wurde er gepeinigt und gequält? Ich werde dich bestrafen, wenn du nicht das tust, was ich sage. Hört sich so an, ist aber nicht der Fall. Gott selber hat auch bei seinen Propheten seine Macht niemals direkt ausgeübt. Er hat in seine Propheten immer einen inneren Drang hineingelegt, ein Empfinden von Wahrhaftigkeit, eine Art von Gewissen, ein Gespür für das Wahre, ein Gefühl für das, was wirklich richtig ist und was notwendig ist. Er hat sie empfindsam gemacht für das, was passiert innerhalb seines Volkes. Also anders ausgedrückt, er hat in sie einen Keim der Wahrheit gelegt, die sie verkünden sollten, aber hat sie nicht gezwungen, es zu verkünden, sondern hat sie ermutigt und gleichzeitig natürlich dieses Bedürfnis danach, es den anderen doch zu sagen, weil sonst die Katastrophe kommt, natürlich unterstützt. Auch das Gerechtigkeitsempfinden spielte eine große Rolle. Es ging nicht nur um Prophezeiungen, dass dieses und jenes eintreten wird, sondern es ging auch darum, deutlich zu machen, was Gott eigentlich will von seinem Volk, dass sie nämlich untereinander Gerechtigkeit üben, dass sie wirklich füreinander da sind. Aber alles das, was dann in Jeremia zu stark wurde, wozu er überredet wurde, das zeigt ja schon, dass er da versucht, dem zu entkommen, war ein Teil seines eigenen inneren Wesens. Wie sollen wir uns gegen das wehren, was wir selber sind, was in uns selbst uns danach drängt, die Dinge zu tun, die uns entsprechen? Das ist ziemlich schwierig. Ja, und deswegen sagt er ja auch hier, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast mich überredet und du hast gewonnen. Du warst zu stark für mich. Die Kraft, die du in mich hineingelegt hast, diese Wahrhaftigkeit und diese Fürsorge für mein Volk, diese Liebe für mein Volk, dass ich es nicht ertragen konnte, dass es dem Untergang zugeht, das war mächtiger als alles andere. Und in dem Augenblick, wo wir gar nicht anders können, als das zu tun, was in uns angelegt ist, tja, da müssen wir leiden. Wenn wir nicht lügen können, müssen wir die Wahrheit sagen. Und wenn die Wahrheit selber dazu führt, dass wir dann angegriffen werden und dass wir leiden müssen, dann können wir entweder die Wahrheit verschweigen oder wir können lügen, also mitlügen, was ja sehr häufig bedeutet, wenn wir schweigen, dass wir das einfach akzeptieren.
Oder wir müssen das Leid, das wir erfahren aufgrund dessen, dass wir mit uns selber eins sind, in Kauf nehmen. Jeremia hat das auch versucht. Er hat auch versucht, dieses Predigen im Namen des Herrn zu unterdrücken, irgendwie das in sich abzusperren, damit er nicht mehr derartig konfrontiert wird. Und er beschreibt das sehr gut. Es entstand dann ein brennendes Feuer in seinem Herzen. Er hielt es in sich schier nicht aus. Dieses Feuer breitete sich in seinem ganzen Wesen, in seinem ganzen Leib aus. Er spricht von Gebeinen. Also es peinigte ihn von innen, aber nicht als Bestrafung, sondern als nicht mit sich selbst übereinstimmen. Und das ist schlimmer als jede Bestrafung. Ja, was ist denn das, was ihn da so fertig gemacht hat? Ja, das, was wir alle, die wir eigentlich sozial eingestellt sind, wo wir auch ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben, das hatte Jeremia natürlich zu seinem eigenen Volk, dass er dort angefeindet wurde, dass Intrigen gegen ihn gesponnen wurden, dass sie versucht haben, ihn fertig zu machen, wie man heute modern sagt. Sie haben auf seine Fehler gewartet. Sie haben darauf gewartet, dass er irgendwas so falsch macht, dass sie ihn irgendwie anklagen können, dass sie ihn seinen guten Ruf rauben können und auch offensichtlich unter sogenannten Freunden oder Kollegen. Gesellen, sagt er hier. Das heißt, wenn diese Art von lauernder Haltung, die darauf wartet, hoffentlich macht er was falsch, damit wir ihn tatsächlich fertig machen können, wenn das so die Stimmung ist, ist das ein extremer sozialer Druck. Das ist ja nicht nur einfach Feindseligkeit, das ist Einsamkeit, das ist etwas, was schwer erträglich ist, insbesondere dann, wenn man eigentlich diejenigen, für die man tätig werden möchte und denen man die Wahrheit sagen möchte, weil man das doch um ihretwillen tut, weil man das doch tut, damit das, was da an Katastrophe wartet, abgewendet werden kann. Also, man kann sagen, Jeremia stand zwischen zwei Fronten. Da gab es einen Druck von innen und es gab diesen Druck von außen. Das ist doch so eine Situation, wie sie auch bei uns immer wieder auftritt, real im Leben. Jetzt hat er versucht, den Innendruck zu ertragen, um den Außendruck zu mindern. Also irgendwie zu versuchen, die Konflikte zu entschärfen, zu irgendeiner Art von Frieden zu kommen. Aussichtslos. Die Qual von innen wurde immer größer. Und das ist nun mal so, wenn wir mit uns nicht mehr übereinstimmen, wenn wir mit uns selbst nicht mehr in Frieden sind, wenn wir in einen inneren Konflikt mit uns geraten und der Bruch innerlich immer größer wird, das ist eine viel, viel größere Qual als jede Form von Feindseligkeit, die von außen kommt. Das wollen viele Menschen nicht wahrhaben, aber es ist so. Viele verraten sich, weil sie glauben, auf diese Art und Weise könnten sie Frieden finden mit ihrer sozialen Umwelt. Es ist aussichtslos, weil die inneren Schmerzen, die sind im Herzen, die sind ganz tief in unserem inneren Wesen. Alles andere ist im Vergleich dazu äußerlicher. Ja, was ist denn jetzt eigentlich die Quelle dieser inneren Spannung bei ihm gewesen? Man könnte ja sich vorstellen, dass er vielleicht ein Typ war, der gerne Recht hat. So eine gewisse Rechthaberei und ja, ich möchte euch mal sagen, was da Sache ist. Und dass er dann gerne Menschen Vorwürfe macht und dass, wenn sie das nicht annehmen, er leicht gekränkt ist und dass man vielleicht so eine Art von Querulantentum dann bei ihm vermuten konnte, zumindest wurde das ihm massiv unterstellt. Vielleicht auch so einfach nur ein sozialer Trotz, euch zeige ich es mal. Irgend so eine Art von verborgener Hochmut, also das Bedürfnis, auch über andere zu triumphieren, sie schlecht zu machen, damit man besser ist. Oder sich an ihnen zu rächen, weil sie das nicht tun wollen, was man selber will. Das sind alles so richtig gehende Motive, aus denen heraus man durchaus anderen Menschen vermeintlich die Wahrheit um die Ohren schlagen kann. Nein, das war bei ihm nicht so.
Bei ihm war es eine verzweifelte Liebe zu seinem Volk. Und diese verzweifelte Liebe zu seinem Volk entsprach genau der Liebe Gottes zu seinem Volk. Und deswegen blieb ihm letztendlich gar nichts anderes übrig, als in diesem Konflikt sich dafür zu entscheiden, sich absolut seinem Gott hinzuwenden, wieder mit sich eins zu werden, weil die Quelle, das ist sein inneres Wesen gewesen. Und damit eins zu werden, heißt, sich tatsächlich Gott selbst, der diese Quelle ja ist in uns, die uns so gemacht hat, die diese innere Wahrheit in uns gelegt hat, sich ihm hinzuwenden. Und dann sagt er ja plötzlich in diesem Text: Aber der Herr ist bei mir wie ein starker Held. Das ist ein eindrucksvoller Text. Bei mir, man könnte geradezu sagen, er ist in mir, er ist mein Rückgrat, er stärkt mich von innen heraus, er macht mir Mut. Das Leiden an der Verfolgung, das bleibt. Aber der Unterschied ist ja jetzt derjenige, dass wenn ich von innen heraus gestärkt werde, ich dieses Leiden in der Auseinandersetzung ertragen kann oder tragen kann. Und daraus entsteht natürlich auch so etwas wie eine innere Gewissheit, dass das, was man vermitteln will, auch wahr ist. Und wenn diese Wahrheit tatsächlich in einem selber spürbar wird, dann hat man auch eine Gewissheit dahingehend, dass alles das, was als Lügengebilde produziert wird, sich irgendwann offenbaren wird. Ja, dieses wunderschöne Wort, zu Schanden werden, Verfolger werden, zu Schanden werden. Es wird erfolglos sein. Die Wahrheit setzt sich letztlich durch. Ist immer so. Die Frage ist nur, wann und wie viel an Geduld von uns da erwartet wird. Natürlich ist er auch gequält und er bittet auch darum, dass er noch erfahren darf, sozusagen diese Genugtuung, erfahren darf, diese Heilung seiner Verletztheit und Gequältheit, dass er erfährt, dass er Recht hatte. Das ist natürlich wiederum etwas sehr Tragisches, weil wenn er Recht hat, passiert die Katastrophe und diejenigen, die ihn verlacht haben, sind zu Schanden geworden. Aber etwas ganz Entscheidendes. Auch wenn er ein Bedürfnis hat, letztendlich diese Genugtuung zu erfahren, verzichtet er auf jede Form von Rache. Er übergibt also alles, was Rache genannt werden könnte, an Gott. Du bist derjenige, der entscheidet, was und wie passiert und wann es passiert. Nicht ich will es erzwingen, nicht ich will jetzt in dem Falle erreichen, dass ich Recht habe, sondern das bleibt dir, Gott, überlassen. Das ist seine Entscheidung. Und das schafft in ihm Frieden. Ja, er kann dann letztendlich tatsächlich, auch wenn er immer wieder und immer wieder in die neuen Katastrophen das voraussagen muss, lesen Sie diese Geschichte von Jeremia einfach mal durch in der Bibel, dann werden Sie merken, wie katastrophal alles dann wird. Aber übertragen wir das mal auf uns. Was bedeutet das? Wir müssen uns nämlich genauso fragen, was bei uns eigentlich die Quelle ist. Wenn wir einen heißen Drang zur Kritik haben, einen heißen Drang, anderen die Wahrheit zu sagen, wo kommt der denn eigentlich her? Die Wahrscheinlichkeit, dass er aus einer eher dunkleren Quelle kommt, aus irgendeinem verletzten Ego, aus irgendeinem Narzissmus heraus, wo wir selbst uns auf Kosten anderer gerne aufwerten würden und andere abwerten würden, damit wir besser sein können, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass wir auch dadurch, dass wir andere tatsächlich kritisieren können und sie irgendwie schlecht machen, dass wir eine mentale Herrschaft über sie ausüben, dass wir sie
in den Griff kriegen, dass wir sie manipulieren können, dass wir über sie triumphieren und herrschen können, dass wir sie in irgendeiner Weise moralisch unterwerfen, dass wir Abhängigkeiten schaffen, dass wir uns quasi zum Guru aufwerfen oder dass wir ein Helfersyndrom entwickeln, indem wir tatsächlich andere in Hilfsbedürftigkeitsrollen verstärken, damit wir selber uns als Helfer fühlen können. Es gibt außerordentlich viele dieser dunklen Quellen, die letztendlich alle aus dem Hochmut geboren sind. Und wenn das dann scheitert, ist doch klar, was dann passiert, dann entwickeln wir ein Bedürfnis nach Vergeltung. Dann sollen die anderen erfahren, dass man recht hat. Man entwickelt eine Art von Hass, dass man dann gerne erleben will, wie recht man eigentlich hatte. Naja, und es gibt natürlich auch eine sehr helle Quelle, keine dunkle. Sie entsteht aus einer tiefen Einsicht in die Folgen dessen, was passieren kann. Und es entwickelt sich dadurch ein Bedürfnis, diese Katastrophen zu verhindern. Das entsteht aus einem Mitgefühl, aus einer Fürsorge, aus einer Liebe für diejenigen, die man warnen möchte, denen man die Situation nahebringen möchte. Und wenn man dann abgelehnt wird, dann ist das schmerzlich. Das ist dann eine Art von Verzweiflung, eine große Trauer. Aber so ist das nun mal. Für die Liebe ist der Schmerz unvermeidbar. Denn sie zwingt nicht, sie rächt sich auch nicht. Sie ist bemüht und bleibt bemüht und will nichts unversucht lassen. Aber wenn sie scheitert, muss sie diesen Schmerz zulassen. Das lässt sich nicht vermeiden, wenn man bei seiner eigenen Liebe bleiben will. Ja, und wenn man diese Vergeblichkeit erkennt, dann kann man natürlich sagen, ach, jetzt mache ich Schluss, der Betreffende soll untergehen. Oder man kann alles tatsächlich Gott wieder übergeben. Man kann es ihm überlassen. Man kann ein Vertrauen entwickeln in seine langfristige Planung. Denn gerade dann, wenn man sich wirklich um andere bemüht, ist es sehr unangebracht, erfolgreich sein zu wollen. Dieser Ehrgeiz, erfolgreich zu sein, hat immer etwas damit zu tun, dass wir eigentlich unser Ego befriedigen wollen. Wir wollen sozusagen erfahren, wie gut unsere Bemühungen eigentlich waren. Aber wir wissen nicht, wie langfristig die Wirkungen unserer Bemühungen sind. Das kann ja durchaus sein, dass das, was wir jetzt scheinbar vergeblich jemandem nahebringen, auf lange Sicht dennoch eine Wirkung erzielt. Das Entscheidende ist tatsächlich, dass wenn wir unsere Möglichkeiten genutzt haben, wenn wir alles getan haben, was wir tun konnten, dass wir dann, wenn dieses Bedürfnis aus dieser hellen Quelle herauskommt, dass wir dann einen inneren Frieden empfinden, dann können wir es tatsächlich der Liebe Gottes überlassen, von dem wir versucht haben, ein Teil zu sein. Und dann können wir akzeptieren, dass wir keine Macht haben, denn die letzte Macht liegt immer bei ihm. Wir können ein bisschen für ihn mitwirken und müssen unsere Ohnmacht einsehen. Alle Macht liegt bei ihm. Und da stellt sich doch schon die Frage, vertrauen wir ihm? Vertrauen wir ihm und seiner Liebe? Wenn sie das machen, dann können sie loslassen. Dann können sie alles tun. Aber sie lassen los. Sie werden frei und sie finden Frieden.